Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD 2 im Ranglistenmodus. Fiesta ist schon ausgewählt. Champion. Welcome to Nova. Den Champion nehme ich mit rein. Mit dem Casket habe ich ungern. Nehme ich lieber die Seeschlange mit. Ich mache das erstmal so. Wir machen das erstmal so. Und dann muss ich auf jeden Fall noch mal rollen, weil ich habe sehr viel natürliche Verteidigung. Nimbus. Okay. Madman. Yes, my lord. Kann eigentlich noch mal verbauen. Machen jetzt hier eine schöne Maske hin. Oder zwei. Ach so, das ist der Champion Nimbus, okay. Ja, der hält das natürlich. Ja, nee, das hält er trotzdem. So, dann haben wir schon mal unseren Meeresdrachen. Hier einen Groll platzieren. Zum Wächter der Meere machen. Das ist ein guter Plan. Also drüben hab hier mit da und eine Wurzelqualle. Okay, aber es ist nicht schlimm, der hat ja Fiesta. Hat bis jetzt noch nicht einmal verkackt, jetzt erst auf der 3 zum ersten Mal. Consider it done. Ja, nee, wir können schon mal noch was mitnehmen hier. Bisschen King aufwerten. Oh, da sind die ersten 80. Blume gut hochgeheilt.
Soll ich auch halten? Genau, das sind alles, bringt mir sonst nichts. Das bringt mir absolut gar nichts, wenn der Kollege die ganze Zeit Autosend anhat und ich nicht. Naja, mach die anderen fetter. Und ich sammle dann sinnlos. Das bisschen durchgekommen. Blume ist schon fast wieder voll. Fertig. Nee, die hätte ich gerne drüben. So machen wir das. Muss ich aufpassen, weil in den nächsten Waves bin ich schwach. Ich muss zu einer hohen Wahrscheinlichkeit jetzt in der nächsten Runde was schicken. Das könnte ich noch halten. Die drei Dinger. Jetzt gehen wir nämlich auf die Seeschlangen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Oh, 180, das sieht nicht gut aus. Ja, wobei Masken machen gute Arbeit, Sichtschlange ist auch noch ganz gut dabei. Also ich schaffe nicht alles, aber ich habe es doch noch ganz gut. Besser abgewehrt als ich dachte. Komm, den Robo noch weg. Nee, schaffst du nicht mehr. ...50% durchgelassen, weil die da sind. Der Moll ist natürlich auch irgendwie bis fett. Hä? Plus 1 die ganze Zeit. Auch gerade so. So. Mehr mach ich nicht. Einmal geht noch. Wieder 120.
Ja, Blume und die Vögel sind schon tot, aber diesmal schaffe ich's. Magieschaden, hä? Ich mach das so. Spaziert über den Growl. Kann ich auch mal ein bisschen Worker aufbauen, wenn er es die ganze Zeit schickt. Ich muss eigentlich auf magischen Schaden mitgehen. Hier ein Upgrade reinmachen und noch mal einen neuen platzieren. Und noch ein Robo reinhauen. Viele Wölfe. Der Demo ist natürlich auch stark. Ja, 120 magischer Schaden. Jawohl, Backline ist down. Sehr schön. Jetzt sind wir aber gierig. Dreizehn macht aber mehr Sinn für mich. Der kackt ab. Die Behörde macht weniger Schaden und der Nimbus kriegt von der 13 auch mehr Schaden. Das ist genau das, was ich sehen wollte. King-Aufwertung. Das kann mit Kreditor gut piepen rausholen. Oh, Worker habe ich jetzt aufgeholt. Stichschaden habe ich auf jeden Fall genug. Die beiden Waves sollten mir gar keine Probleme machen. Könnt ihr auch mal die Blume aufwerten. Könnt ihr theoretisch noch eine zweite hinstellen. Das möchte ich aber jetzt nicht. Weil ich ja so ein bisschen mich dran halten möchte an meine Kreditor-Kohle. Das maximal rauszuholen. Seelentor, hä? Magischer Schaden extrem wichtig. 13 ist stark. Könnte Hexen gehen. Für die Spawns auf jeden Fall Hexen.
So, jetzt haben wir noch einmal Kreditor, was wir nutzen können. Werden wir die aufwerten. Einer noch rein. Zack. Hexe dazu. Und dann kriege ich nochmal Kreditor Geld. Gucken wir mal. Hexen hauen rein, jawohl. Sehr gut. Ist nicht viel, aber es geht erstmal an den King ran und das ist wichtig. Sehr schön. Den werte ich jetzt auf. Dann werte ich hier noch einen auf. Zack. Wir könnten natürlich jetzt auf 15 einfach nochmal gehen. Den würde mir nicht so viel bringen, weil er so viele Hauler hat. Ja, Belangungsmaschine ist nicht schlecht. Dinos mit rein. Sollte von ganz klar gehen. Wir hatten hier auf jeden Fall noch mal auf. Dinos mit rein und möglichst viel. Ja, er hat zwei von den Veteranen, so, das ist nicht so schlimm. Einfach um möglichst viel Frontline hinzustellen. Er hat Geld benutzt, um die aufzuwerten. Ja, Nimbus gibt ganz schön Gas. Er hat zwar gehalten, aber es sollte durchgehen. Sehr gut. Sehr schön. Noch eine Blume raus. Zack. Gucken wir mal. Ich werde wahrscheinlich magischen Schaden mit reinschicken. Achtzehn wäre nicht schlecht. Siebzehn auch nicht schlecht, weil er jetzt hier magischen Schaden aufgebaut hat.
Okay. Gehen natürlich mit Hexen mit. Vielleicht mal vor Eis rein, mal sehen. Nee, ich glaube, wenn ich mehr Hexen baue, ist es besser. Stich ist auf jeden Fall genug da. Aufprallschad ist, wäre nur er da, das ist egal. Wir könnten aber noch Blutz reinbauen. Ich habe mir 400 dran geschickt wegen meinem hohen magischen Schaden. Wie ist es bei mir aus? Sehr gut. Es wird ein Hold. Und da komme ich durch. Sehr gut. Nächste Wave ist für mich gar kein Problem. Magischen Schaden habe ich sehr viel. Zack. Yes, my lord. Right away. Wir könnten auf 20 gehen. Nee, dich wollte ich gar nicht. Ich wollte noch eine Seeschlange. Jetzt regen die Ritter wenigstens Midi hier. Ich weiß nicht, ob wir es tatsächlich jetzt schaffen. 20 wäre fett. Das steht fest, aber... Dafür müssten wir das jetzt überleben. Ich habe ganz gute Verteidigung gegen ihn, außer jetzt die kacken halt schnell ab. Okay, er hält, sehr gut. Das war nicht ohne. Alle aufwerten. Für Mega Power Healing. Tja, keine Verteidigung habe ich nicht. Dann müssen wir jetzt damit arbeiten. Not enough gold.
Alles wegbören, los! Jawoll! Das ist einfach abgehauen, wie es aussieht. Aufgeben. Oh, mit 7%, also das waren 5% am Ende, wo wir noch gewonnen haben. Das war krass. Aber gut, haben wir uns gegenseitig gut gecovert. Also ich hab 4 am Anfang gecovert und er dann am Ende das, so wie es sein muss bei Fiesta. Geile Geschichte. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.